Sperrungslock Screen. Nachdem klicken wir auf Fortfahren, aktivieren die Ortungsdienste und klicken danach auf Weiter. Danach kommt das Kennwort für die Apple ID. Also da müssen wir das Kennwort für die Apple ID eingeben. So, dann bestätigen wir die Nutzungsbedingungen bzw. akzeptieren sie. Danach werden die iCloud-Einstellungen übernommen und dann können wir auch schon mit iOS 6 loslegen. So, dann sehen wir hier die neue Passbook-App und die neue Karten-App auf dem Homescreen und die YouTube-App wurde ja leider entfernt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert mich und ciao.